Ich bin mir nicht diese verdammten... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 2. Und weiter geht's auch hier. Ein schönes Schifflein. Meint ihr, das mit den Anglern ist schon geil gemacht hier? Nur wenn sie ins Wasser fallen. Die können alle nicht schwimmen. Okay. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Caterina Sforza, Tochter des Duca di Milan. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Okay, schauen wir uns das mal an, was die gute anzubieten hat. Komm runter, wenn du willst. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Wir kommen mit. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Echt fies, oder? Ich find's gerade fies. So, geht gleich los. Weg wurde uns ja eben gerade schon gezeigt, ob wir diesen Weg gehen werden. So. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte.
Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Hm. Oh. Ich schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben, nach allem, was die Templer ihm angetan haben, nach allem, was ich ihm antat, es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also sucht ihr nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfall in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Boah, mal. Hier drüben, Desmond. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Okay. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Altair. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein. Und ein völlig ab. Das muss ein Ziel sein. Was läuft hier gerade? Ah, hat mich voll wieder umgedreht oder was? Ah. Mach kein Wunder, was ist denn hier los ist. Okay.
Die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Ja, echt abgefahren. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean! Bitte, das reicht. Okay. Was hat er eigentlich für ein Problem? Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch 2 Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Wollen wir nochmal mit dir reden? Nein. Was? Wirklich, mir geht's gut, ganz ehrlich. Wir reden? Nee. Dann schwingen wir uns mal wieder in das, Gerät rein. In der Gerät. Okay. Die erlauchteste Republik Venedig. 1481. Also war es vorhin doch 1480. Nicht 1780. So. Was ist jetzt hier passiert? Was? Okay. Messer da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt.
Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Alter, er rennt hier übelst voraus. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt, halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Okay. Der gute Fisch. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand, teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk, für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, schnell mal Gesetz verabschiedet. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Oh, jetzt, das habe ich jetzt leider verpasst. Okay. Da war ja schön aus. Barbarigo, Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Okay. Was ich eigentlich schauen wollte,
So, hier wollte ich eigentlich hin. Da ist das Schiff, mit dem wir angekommen sind. Wie sind das hier reingekommen? Das ist bestimmt so eine Hebebrücke. Aber trotzdem. Damit in die Stadt gefahren. So. Sagen wir das hier auch? Na, da kommt doch schon wieder so einer an. Aber da steht gleich der Nächste. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. So, hier müssen wir jetzt mal schauen. Nein. Da ist doch da, wo wir hin wollen. Dazu, fass ihn nicht verlieren. Nur schneller war. Dazu, fass ihn doch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.